In der Vergangenheit hat es immer wieder Übergriffe auf Busfahrer gegeben. Auch in Frankfurt. Ob Prügeleien, Steinwürfe oder Bedrohungen. Personentransporteure müssen sich auf alles einstellen. Doch dramatische Vorfälle gab es in Frankfurt zum Glück lange nicht mehr. Also es ist so, dass es natürlich in Frankfurt wie in jeder anderen größeren Stadt immer mal zu leichten Reibereien kommt. Wir haben da ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die da weiterhelfen. Zum einen sind die Busfahrer auch geschult in Deeskalation und Konfliktmanagement, dass sie also einfach mit unter Umständen etwas aggressiveren Fahrgästen umgehen können. Außerdem sind rund 80% der Frankfurter Busse mit Kameras ausgestattet, damit Straftäter leichter zu identifizieren sind. Klar gekennzeichnet scheinen sie außerdem abschreckend zu wirken, denn laut Polizeiinformationen gehen die Übergriffe kontinuierlich zurück. Zudem haben Busfahrer in ihrem Fahrzeug die Möglichkeit, über Funk ihre Leitstelle und somit auch die Polizei zu kontaktieren, um schnell Hilfe rufen zu können. 2008 hat das einem Fahrer vielleicht sogar das Leben gerettet, als ein 19-Jähriger ihm androhte, ihn umzubringen, wenn er nicht von seiner Route abweiche und ihn an sein Wunschziel transportiere. Über Funk konnte der Fahrer unbemerkt die Polizei alarmieren, die den 19-Jährigen noch im Bus festnehmen konnte. Doch in den letzten Jahren hat sich die Situation im öffentlichen Verkehr anscheinend beruhigt. Wenn man von diesen kleinen Reibereien, die eben in jedem Alltag auch vorkommen, absieht, der letzte Fall, der mir bekannt ist, liegt schon fast ein Jahr zurück. Da wurde relativ groß in der Presse auch berichtet und die mussten wiederum auch auf Fälle zurückgreifen, die jeweils um ein Jahr weiter wieder zurücklagen. Also sehr relevant ist die Bedrohungssituation einfach nicht. Auch wenn die Statistik beweist, dass die Frankfurter Busse sicherer sind, durfte heute von Seiten der Busfahrer niemand mit uns sprechen. Wie es den Fahrern also bei ihrer täglichen Arbeit geht, können wir daher nicht beleuchten. Von offizieller Seite wird uns aber versichert: Busfahren in Frankfurt am Main ist wie der gesamte öffentliche Nahverkehr sehr sicher. Wir haben kaum Vorfälle, die irgendwie zu Sorge oder Angst Anlass geben. Und tatsächlich hat es seit Mai 2011 in der Main-Metropole keine Vorfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln mehr gegeben.